Also wir haben da ein Projekt in Tansania gestartet, wo man Kaffee direkt von dort ansässigen Kaffeebauern bezieht. Das Ganze funktioniert über ein Netzwerk, das Songia-Hilfsnetzwerk. Und das hat der Xaver Komba, also ein Pfarrer, gegründet. Und mit dem arbeiten wir da sehr eng zusammen. Und wir schauen, dass wir die Kaffeebauern fair und gerecht bezahlen. Das ist der Dorfführer hier, der betreut diese Gruppe hier. Gute Ernte hier in Tansania, beziehungsweise hier in dem Gebiet von Songea und Mbinga und Ruvuma-Region. Mein Xaver, und, das ist viel Arbeit. Viel Arbeit, das ist viel Arbeit. Aber gut, dass Sie auch sehen, ja. Gut, dass Sie selber auch überzeugen. Die Wenn die Leute auch sagen, ja, die Bauer arbeiten oder die Bauer machen alle mit dem Hand. Und jetzt verstehe ich schon, was diese genau bedeutet. Wir wollen mit der Firma Dinsler langfristig zusammenarbeiten. Und das ist für mich ein großer Eindruck, dass sie von sehr kurzer Zeit haben wir uns kennengelernt. Und dann auch das so entschlossen, ja, wir fahren auch nach Tansania, wir wollen das Projekt auch besser kennenlernen. Und das macht auch das Geschäft leichter und das macht auch die Bauer, auch Vorteil für die Bauer, dass die können die Bauer schon mehr Kaffee verkaufen mit gutem Preis. Schlechte Wasser weg. Ja, das ist schlechte Kohle. Und die schlechte Kohle gehen auch weg. Ja, ja, ja. Und das Klare bleibt dann da. Das ist Kohle. Ja, 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 ja. Und Sie holen das zum Abtrocknen. Kaffee aus Tansania ist es natürlich ganz klar, wenn man sieht, was da dahinter steckt, dann ist natürlich klar, dass das Produkt Kaffee eigentlich unterbewertet ist, wenn man sieht, was da für Arbeit dahinter steckt. Das ist alles Kaffee für Deutschland. Das ist Kaffee für Deutschland, aber Deutschland bedeutet für uns auch Dinsler. Ja. Zuerst Dinsler und dann schicken wir auch nur die beste Qualität. Beste Qualität. Das steht da drauf auf dem Zettel, oder? Ah, das ist okay. Die beste Qualität. Paul Kumba hat dort ein Projekt gestartet, dass die Bauern dort das Geld direkt bekommen. Und dann gleichzeitig hat er so ein Netzwerk aufgebaut, wo das Geld für Schulen verwendet wird, zum Bau von Schulen. Er hat dort eine Sekundarschule gebaut, dort waren wir auch eingeladen. Und es war schon toll zu sehen, was mit dem Geld passiert. Das Emotionalste für mich waren eigentlich schon diese Leute, diese Gastfreundlichkeit dort. Immer dieses Offene, immer dieses Entgegenkommen, immer alles zu geben, auch wenn sie nichts gehabt haben. Das war eigentlich für mich das Emotionalste dort.